Guten Morgen! Viele Empfehlungen knallen euch immer den Begriff Hülsenfrüchte an den Latz, ohne dann explizit darauf einzugehen, was es genau für Hülsenfrüchte gibt und was Hülsenfrüchte eigentlich sind. Auf ganz YouTube gibt es kein einziges Video, was die gängigen Hülsenfrüchte nicht nur nennt, sondern auch vorstellt, und zwar botanisch wie verbrauchsrelevant. Also möchte ich euch heute mitnehmen auf eine Reise durch die Welt der Hülsenfrüchte. Was sind denn überhaupt Hülsenfrüchte? Hülsenfrüchte sind reife, getrocknete Samen von Schmetterlingsblütlern, die in sogenannten Fruchthülsen heranreifen. In der Botanik werden Hülsenfrüchte Leguminosae, glaube ich, Leguminosae genannt, genau, woraus sich dann das umgangssprachliche Leguminosen entwickelt hat. Es gibt derer 650 Gattungen mit 18.000 Spezies und sie sind damit die drittumfangreichste Familie unter den Blütenpflanzen. Aus der Blüte bzw. aus dem obersten Fruchtknoten reift dann eine Hülse heran. Diese Hülse umfasst dann den Samen und bildet so eine Art Ei. Veganes Ei, versteht sich. Im Verlauf der Reife spaltet sich diese Hülse an der Pflanze und ja, gibt den Samen frei. Generell werden Hülsenfrüchte im überreifen Zustand geerntet. Man nennt dies auch Totreife, weil die Pflanze quasi komplett abgestorben ist und man dann erst die Pflanze beerntet. Aber es gibt da auch Ausnahmen, wie die Erbse und auch die Bohne. Ich möchte euch die sieben wichtigsten Vertreter der Hülsenfrüchte vorstellen. Fangen wir an mit der Sojabohne. Der Ursprung liegt wie bei so vielen Pflanzen, die wir kultivieren, in Ostasien. Daten der ersten Kultivierung liegen irgendwo so um 1000 vor Christus. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam die Sojabohne dann nach Europa und auch nach Amerika. Zu den Hauptanbaugebieten zählen heute die USA, dann komplett Südamerika, Kanada, Indonesien und auch Russland. Aufgrund des hohen Fett- und Proteingehalts ist die Sojabohne heute eine der weltweit bedeutendsten Wirtschaftspflanzen. Die Pflanze erreicht eine Höhe von ca. 1 Meter. Sojabohnen können zwar gekocht verzehrt werden, doch die Hauptverwendung der Sojabohne, das ist die Herstellung diverser Sojaprodukte. Eine Übersicht dazu könnt ihr in meinem entsprechenden Video finden, was ich euch oben in die Infobox gepackt habe. Kommen wir zu dem nächsten, die Linse. Linsen stammen vermutlich aus Ägypten und Kleinasien. Der erste Anbau wird auf ca. 7000 vor Christus datiert. Damit ist die Linse eines der ältesten Kulturpflanzen. Sie wird maximal einen halben Meter hoch und die Hauptanbaugebiete sind Indien, Kanada, die Türkei, USA und China. Die Linsen werden aufgrund ihrer Größe in vier Kategorien eingeteilt: Riesenlinsen, Tellerlinsen, Mittellinsen und Zuckerlinsen. Aber auch botanisch gibt es sehr viele unterschiedliche Linsenarten. In Italien werden vorwiegend Berglinsen angebaut, während in Indien hauptsächlich orangefarbene und rote Linsen vorkommen, die auch sehr schnell breiig werden, wie man es von den indischen Dals her kennt. In Frankreich dominieren zwei Sorten, einmal so eine grünlich-schwarze Sorte de Buis und eine rötlich-braune Sorte Champagne. Ich hab das richtig ausgesprochen. Zwischen den einzelnen Sorten gibt es geschmackliche Unterschiede. Die Aromastoffe, also was für den Geschmack wichtig ist, der Linsen, die liegen vor allem in der Schale, sodass kleinere Linsen aufgrund des hohen Schalenanteils ein größeres Aroma haben. Als nächstes widmen wir uns der Erbse. Sie soll wahrscheinlich aus dem Nahen Osten kommen, aber das gilt als nicht gesichertes Wissen. Da gibt's Streit, da gibt's Beef. Was sicher ist, dass sie die älteste aller Nutzpflanzen unter den Hülsenfrüchten ist. Der Anbau reicht in Europa bis in die vorgeschichtliche Zeit zurück. Die Erbse wird eher in den gemäßigten Klimazonen angebaut und deshalb sind die Hauptanbaugebiete Frankreich, Russland, Kanada, China und Indien und die USA natürlich auch. So eine Hülse enthält im Gegensatz zu anderen Hülsenfrüchten nicht nur einen Samen, sondern 4 bis 10 Samen. Je höher der Stärkeanteil in den Erbsen und desto mehliger werden die Erbsen auch beim Kochen. Aber junge Erbsen können auch
ja, direkt so genossen werden oder werden als sogenanntes Schotengemüse verkauft. Das bedeutet, dass man die Hülse, die man quasi ja, normalerweise nicht mit isst, einfach mit isst. Zu den Gefahren der Hülsenfrüchte habe ich mal ein ganz spezielles Video gemacht, was ihr oben auch in den Infokarten findet. Aber Vorsicht, das Video ist sehr, sehr kindgerecht. Das war mal ein Experiment. Die nächste Hülsenfrucht ist die Erdnuss. Ja, die Erdnuss gehört zu den Hülsenfrüchten, genau wie Linsen und Erbsen. Es ist also botanisch gesehen keine Nuss, sondern tatsächlich eine Hülsenfrucht. Der Ursprung wird in Peru ca. 7000 Jahre vor Christus vermutet. Mittlerweile erstreckt sich der Anbau der, der Erdnüsse über eigentlich die gesamten Tropen und auch die Subtropen, insbesondere die Warmgebiete in China, dann Indien, Westafrika und Südamerika sind die Hauptanbaugebiete. Wirtschaftliche Bedeutung hat die Erdnuss vor allem als Ölfrucht, aber auch als Lebensmittel. Die Pflanze wird ja, wie die Linse ca. so einen halben Meter hoch, wobei die Erdnuss ja, durchaus noch ein kleines Stück höher werden kann, so 60-70 cm. Besonders ist bei der Erdnuss, dass die Hülsenfrüchte unter der Erde wachsen. Erdnuss. Und ja, sie meist zwei Samen enthalten. Erdnüsse können sowohl ungekocht als auch gekocht gegessen werden. Aber meist erfolgt der Genuss ja, in gerösteter Form, also der dritte quasi. Machen wir weiter mit der Kichererbse. Auch diese sind eine der ältesten Kulturpflanzen und stammen aus Vorderasien, wo die Nutzung ab ca. 8000 vor Christus datiert ist. Heutzutage sind die Hauptanbaugebiete Indien, Türkei, Pakistan, Nordafrika, Mexiko und Spanien. Vor allem in Indien und Mexiko sind die Kichererbsen ein absolutes Grundnahrungsmittel. Die Pflanzen werden ja, wie die Sojabohne ungefähr, kann man sagen, so einen Meter hoch, und im Gegensatz zu den meisten anderen Hülsenfrüchten kann man auch die Blätter der Pflanze essen, also die Blätter der Kichererbse. Die können komplett problemlos mitverzehrt werden. Es gibt zwei wirtschaftlich bedeutende Sorten der Kichererbse. Einmal eine kleine runzlige Sorte aus Indien und dann die große, uns wahrscheinlich eher bekannte mit den großen runden Samen aus dem Mittelmeergebiet, also Türkei, Spanien oder Nordafrika. Ja, dann wäre noch die gemeine Gartenbohne, die Phasoleus vulgaris oder so. Von dieser typischen Bohnenart gibt es mehr als 100 Sorten und diese werden je nach Wuchsform Busch- oder Stangenbohnen bezeichnet. Der Ursprung der Bohnen wird vor ca. 8000 Jahren in Südamerika angenommen. Im 16. Jahrhundert gelangte unsere Gartenbohne dann nach Europa und ist heute quasi in allen Gebieten der Erde verbreitet. Die Hauptanbaugebiete liegen jedoch in Brasilien, Indien, China, USA und Mexiko. Und bitte die Ohren spitzen. Biandaonsu, Tanmeda, Myanmar, Nainjando. Auch kurz Myanmar oder Burma genannt. Jetzt wisst ihr auch, warum hier ein Schnitt ist. Eine rankende Sorte kann auch eine Länge von bis zu 3 Meter erreichen. Je nach Sorten variieren die Hülsen in einer Größe von 4 bis 30 cm sowie unterschiedliche Farben. Ebenso gibt es vielfältige Variationen in Größe und Farbe der Samen. Man kann sie in unreifem Zustand essen, wie die klassische grüne Bohne, also oder auch den grünen Bohneneintopf, dann auch die gereiften und getrockneten Samen, und dann gibt es noch eine Zwischenform, die sogenannten Flageolet-Bohnen, deren Reifegrad zwischen den grünen und den Trockenbohnen liegt. Bekannteste Vertreter davon sind die Kidneybohnen oder die Perlbohnen. Als letztes möchte ich Euch noch die Saubohne vorstellen. Die Saubohne wird oft auch als dicke Bohne, Pferdebohne oder als Puffbohne genannt. Im Gegensatz zu der Gartenbohne gehört sie botanisch zu den Wicken. Jetzt weiß man auch, warum man ja, den Namen Puffbohne entwickelt hat. Wicken, Puffbohne. So, jetzt wieder seriös. Der genaue Ursprung der Puff bzw. der Saubohne ist nicht bekannt. Die frühesten Daten zeigen eine Kultivierung um ca. 300 vor Christus. Im Mittelmeerraum. Sie hatte zur damaligen Zeit eine immense Bedeutung, wurde aber nach und nach von der Gartenbohne verdrängt und wird heute eigentlich nur noch als Tiernahrung eingesetzt. Hauptanbaugebiete heutzutage sind Äthiopien und Ägypten,
China, Frankreich und Australien. Die Pflanze wird über 1 Meter hoch und enthält 3 bis 7 Samen. Ja, das war also mal ein kurzer Exkurs in die Welt der Hülsenfrüchte. Wie erwähnt findet ihr in den Infokarten oben auch weitere Informationen. Wenn ihr aber nach diesem ganzen Wissen lieber etwas Entspanntes braucht, dann empfehle ich euch die Geschichte des Aldi-Ritters. Denkt daran, heute Abend um 8 Uhr ist der Live-Talk mit mir und ihr könnt anrufen und alle Themen, die euch auf dem Herzen liegen, zum Besten geben. Ich werde auch, so krank oder politisch inkorrekt eure Themen sind, darauf ernsthaft eingehen und mich mit euch darüber unterhalten. Mit mir könnt ihr über alles reden, was euch auf der Seele brennt und natürlich auch gerne anonym anrufen. Ich sage das immer wieder. Bei einigen Themen bietet sich das an. Heute macht auf meinem Kanal. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Bis heute Abend oder morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.